So, damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Einfach Zocken. Heute geht es um das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Peru. Und das erste Testspiel nach dem WM aus. Davor hatten wir das Nations League Spiel gegen Frankreich. So, wir gucken mal kurz auf die Aufstellung. Tannenbaum-Aufstellung, Werner vorne, Reus, Sané, Groß, Brandt, Goretzka, Kimmich, Tarsüle, Rüdiger, Neuer im Tor. Wie gesagt, die Bank dann folgendermaßen mit Havertz, unter anderem Hummels, Petersen. Fand die Tannenbaum-Taktik tatsächlich ganz gut gegen Frankreich. Hab sie hier und da noch ein bisschen abgeändert, so wie ich es gern hätte. Oder wie ich es mir vorstellen würde. Unter anderem halt Sané mit in die Startformation genommen. Weil er vielleicht nochmal nach vorne ein oder andere schöne Akzente setzen könnte. Ansonsten Brandt dann in die Startelf. In der Innenverteidigung Tah und Süle. Einfach die, ein bisschen jüngeren Spieler. Fände ich ganz nett, wenn man die einfach mal testet. Ich habe jetzt auch als erstes überlegt, ob ich einen Havertz mit reinnehmen soll, aber den werde ich dann einwechseln. Und ja, ich fände es einfach mal ganz cool, wenn man die vielleicht etwas unerfahreneren ranlässt. Wie gesagt, die Taktik fand ich wirklich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich so bei FIFA auch vorher noch nicht gespielt, aber hat mich jetzt ein bisschen inspiriert von dem Spiel gegen Frankreich in der Nations League. Vielleicht nochmal zum Spiel gegen Frankreich. Fand es ganz akzeptabel. Vorne mit natürlich viel zu wenig Durchschlagskraft und irgendwie auch zu wenig vertikalen Pässen. Also vorne fehlte dann auch die Überraschung. Man hatte dann das, was man sich eigentlich nicht vorgenommen hat. Also man wollte ja eigentlich mit weniger Ballbesitz spielen. Das hatte man dann trotzdem. Aber auf jeden Fall immer mit einer relativ hohen defensiven Sicherheit. Zumindest so habe ich es empfunden. Also das war schon besser als bei der WM. Ich glaube, das war auch der erste Plan, so fürs Erste. Und nach vorne muss man da auf jeden Fall gucken, dass man da Lösungen findet, weil gegen die Franzosen hatten wir zumindest noch etwas Platz, aber da werden jetzt Gegner kommen, wie wir es bei der WM hatten mit Südkorea, die machen hinten die Schotten dicht und da brauchst du vorne schon ein paar Ideen, weil sonst schießt du keine Tore, also Spiele gewinnst du nur, wenn du Tore schießt, das ist ganz klar, deswegen da muss nach vorne noch viel passieren, aber da habe ich tatsächlich die Hoffnung, dass das auch, dass man das in Angriff nimmt und ja, vorne dann an der Durchschlagskraft ein bisschen arbeitet. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, hätte man vor dem Spiel gesagt, das wird ein Unentschieden oder 0-0, hätte ich gesagt, würde ich so unterschreiben, also dann ist alles gut. Deswegen fand ich das alles in allem, dieses erste Nations League Spiel gegen Frankreich, sehr akzeptabel. So, Sané wäre dann zum Beispiel so ein Kandidat, den wir jetzt hier auf den Außen ein bisschen sehen. Jetzt zieht er nach innen, kommt der Schuss. Aber da fehlt noch ein Meter. Wie gesagt, Sané wäre zum Beispiel so ein Kandidat, der, glaube ich, für Überraschungseffekte sorgen könnte, auch mal im 1 gegen 1 sich durchsetzen kann. Insgesamt muss man halt einfach sagen, die Deutschen haben super viele, super starke Spieler, die vor allem über die Schnelligkeit kommen. Vorne zum Beispiel mit Timo Werner, Marco Reus, Julian Brandt. Die kommen einfach über die Schnelligkeit. Aber wie willst du die ausspielen? Wenn hinten immer die Schotten dicht sind, dann kannst du die nicht richtig ausspielen, diese Spieler. Und dann brauchst du vielleicht wirklich diesen Spieler, der viel besser nochmal ins 1 gegen 1 gehen kann. Und da wäre Leroy Sané auf jeden Fall ein Kandidat, dem ich das allemal immer zutraue. Der aber natürlich auch über eine enorme Sprintkraft und Schnelligkeit verfügt. So, jetzt hier der erste Freistoß der deutschen Nationalmannschaft. Einfach mal in die Mitte. Da ist Süle. Aber der kriegt ihn nicht richtig drauf. Vielleicht nochmal ein paar Worte zum Innenverteidigerpärchen. Süle und Tah in der Innenverteidigung. Dachte, jetzt erfällt es 1-0. Dem ist nicht so. Tah und Süle, wie gesagt, ganz, ganz große Zukunft in der Nationalmannschaft, glaube ich. Finde sie an vielen Punkten sogar auch fast schon überzeugender als Hummels und Boateng. Ich weiß, da werden jetzt viele sagen, was. Aber die beiden spielen fast schon auf eine gewisse Art konstanter. Aber die Erfahrung natürlich von Hummels und Boateng ist natürlich unersetzbar. Und hier ist der Konter von Peru. Und da ist das Tor. 1-0 für Peru. Das war das, was wir nicht haben wollten.
Aber auch schön herausgespielt, das muss man auch mal ganz klar feststellen. Mit den ein, zwei guten Doppelpässen da. Und da war die Abwehr schon ausgehebelt, wo ich sie gerade so sehr gelobt habe. Ja, schade, ich habe die Wiederholung leider weggedrückt. Hätte es gerne noch mal gesehen, wie sie sich da durchkombiniert haben. Aber jetzt müssen wir kommen. Am besten noch vor der Halbzeit ist 1-1, das wäre ganz schön. Aber mit so einem Pass von Julian Brandt wird das erstmal nichts. Und vor allem, was man auch, kommen nochmal zurück auf das Spiel gegen Frankreich, gesehen hat, dass die Einstellung und der Kampf stimmten. Also ich hatte das Gefühl, sehr viele Spieler um jeden Ball gekämpft haben, auch wenn ich jetzt nicht der größte Freund von Thomas Müller bin, aber der hat im Punkto Kampf und Hinterherrennen von Bällen, geht nicht richtig drauf, hat im Punkto Hinterherrennen von Bällen war ein absolutes Vorbild und hat mir da auch sehr imponiert, weil ich jetzt auch so immer denke, Thomas Müller bringt eigentlich nicht die Leistung, um es zu rechtfertigen, immer in der National zu spielen. Aber in puncto Kampf hat er da tatsächlich mehr als überzeugt. Aber alle waren auf jeden Fall viel besser, als wie man es bei der WM gesehen hat. Auch diese lässige, hochnäsige Einstellung hat man auch nicht mehr so sehr gesehen. So, mit dem 1:0, beziehungsweise 0:1 geht die deutsche Mannschaft in die Halbzeitpause. Wir schauen mal ganz kurz. Ja, 50-50 Ballbesitz, mehr Torschussaktionen. Auf unserer Seite müssen das Ganze jetzt noch in Tore ummünzen. Das wäre jetzt nochmal ganz gut, wenn wir das in der zweiten Halbzeit schaffen würden. So, Julian Brandt hier. Geträgt mal durch. Jetzt schicke ich mal hier über die Außen. Schön auf Sané. In die Mitte. Und da ist das Tor! Schön gemacht. Timo Werner zum 1:1 für die deutsche Nationalmannschaft. Eine Minute gefühlt nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit fällt hier das 1:1 und damit holen wir auch direkt mal den Julian Brandt raus und tun den Draxler rein. Auch ein ganz, also wie gesagt, da sieht man erstmal, was man für Vielfältigkeit dann auch noch von der Bank hat, ne? Selbst wenn man schon so gute Jungs drin hat. So, das war jetzt erstmal das 1:1, aber wir wollen natürlich gewinnen gegen Peru, das ist der absolute Anspruch und deswegen hoffen wir natürlich, dass wir vorne noch ein bisschen mehr Druck reinbekommen. So, jetzt mal über Julian Draxler, hier über die Außen, der ist frisch. Der müsste ja da mal schnell lang ziehen können. Sehr schön. Bring ihn rein. Schuss. Ja. Und Werner kriegt den Kopfball nicht mehr richtig aufs Tor. Und vorher der Schuss von Marco Reus. Der hier aber nochmal nachträglich die gelbe Karte bekommt. Rüdiger. Auch der? Ah, das war gar nicht Rüdiger, das war Jonas Hantar. Aber auch Rüdiger hat mir auf der Außenverteidigerposition ganz okay gefallen. Also klar, das, ich glaube, das war auch natürlich ein Punkt, wo dann die Offensive drunter gelitten hat, wenn du einfach keine richtigen Außenverteidiger hast, sondern außen mit einem Matthias Ginter, der umstritten sehr guter Innenverteidiger ist, und auch Rüdiger. Du hast natürlich diese körperliche Präsenz und damit hinten auch eine Sicherheit, weil einfach ja, die Außenbahnleute von Frankreich einfach gar nicht richtig durchkamen, weil sie sich gegen die körperliche Präsenz da gar nicht durchsetzen konnten von einem Rüdiger. Aber natürlich in der Offensive kam da gar keine Gefahr drauf und gar nicht so viele Flanken. So, jetzt tun wir mal den Kai Havertz rein, Sané raus. Gespannt auf Kai Havertz, den ich ja wie gesagt als absolutes Ausnahmetalent sehe in seinem Alter. Wo man das bestätigen kann. Hier jetzt mal Julian Draxler auf Reus, aber der Ball kommt nicht an. Ja, genau, deswegen, wie gesagt, sind Außenverteidiger natürlich unverzichtbar. Aber ich fände es auf jeden Fall mal interessant, so einen Außenverteidiger dann vielleicht doch, also einen Innenverteidiger als Außenverteidiger zu nehmen, um vielleicht mehr, jetzt schauen wir erstmal auf den Angriff, um vielleicht mehr defensive Stabilität nochmal zu gewinnen. Aber wie gesagt, ein Kimmich auf der Außenbahn oder ein Jonas Hector sorgen da schon für mehr mehr Zug nach vorne. Kimmich. Mit dem Schuss hier. Wird abgefälscht. Havertz könnte ihn reinbringen, aber holt auf jeden Fall die Ecke erstmal raus. Für die deutsche Nationalmannschaft. Jetzt haben wir schon fast die 70. Minute. Ja, da also nur noch 20 Minuten zu spielen. Und wenn die Deutschen da... Das war natürlich ein ganz einfacher Fehler hier mit dem Abseits. So, wir holen aber den Werner.
Ja, komm, wir tun den Thomas Müller mal rein und belohnen ihn für seinen Kampf. Dafür geht Marco Reus dann raus. So, noch 20 Minuten haben wir zu spielen. Wollen natürlich gewinnen. Das ist der absolute Anspruch, den wir haben müssen. Also ich denke, selbst ein Sieg mit einem Torunterschied wäre eigentlich das, was wir als Anspruch haben. Aber trotzdem wollen wir zumindest gewinnen. Aber es wird natürlich jetzt schwer auf Teufel komm raus hier versuchen, das Tor zu erzwingen. Vor allem, wenn dann die Zeit gegen dich läuft. Goretzka auf Werner. Werner schießt. Oder die Hand im Spiel. Scheint nicht. Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Und jetzt hier nochmal über Draxler. Der verliert den Ball aber direkt. Und da müssen sie jetzt aufpassen, weil nur ein Gegentor zu bekommen, das wäre natürlich tödlich. Und die Peruaner machen es ganz gut hier. Ja, sind natürlich sehr konzentriert auf ihre defensive Arbeit, aber da kommt auch mal so ein Ball da durch. Aber gut geklärt jetzt über Thomas Müller. Der ist frisch. Der müsste eigentlich noch die Power haben, jetzt hier mal einen Außenbahnlauf zu machen. Oder direkt mal quer durch. Thomas Müller. Thomas Müller, geh die Mitte. Pfosten. Das gibt's nicht. So, jetzt nochmal neu auf Bolbe Havertz. Havertz auf Draxler. Werner verliert den Ball wieder. Und jetzt mal drauf da. Ah, 84. Minute, das wird knapp. Also wenn man noch ein Tor schießen will, ich glaube noch zwei Aktionen nach vorne sind noch drin. Danach ist hier schon der Abpfiff jetzt mal über Havertz. Der könnte mal auf die Außen. Ja, Goretzka. Guter Pass in die Mitte. Und das ist Tor Julia Draxler. 2:1 für die deutsche Nationalmannschaft. 87. Minute. Julian Draxler zum 2:1. Für die deutsche Nationalmannschaft. Die Fans stehen Kopf. Sehr gute Flanke nach innen. Sieht, dass Draxler da frei ist und der kriegt den Schuss da unter. Aus ganz kurzer Distanz zum Torhüter verwandelt er zum 2:1. Ja, also gute Ballstaffette da vorher von Havertz auf Goretzka und Goretzka dann auch mit einer schönen Übersicht und dann auf Draxler. So, aber jetzt aufpassen hier, die Peruaner, die wollen noch das Unentschieden hier. Aber gut geklärt, so jetzt ganz langsam nochmal aufbauen hier über Goretzka. Der verliert den Ball. Doch nicht in so einer Situation, ey, mach alles, aber spiel quer, spiel zurück, spiel nach vorne, aber verlier nicht den Ball. Verlier nicht den Ball. Boah, ey. Das Spiel ist aus. Da ist uns nochmal das Herz in die Hose gerutscht. Das war ja Krimi bis zur letzten Minute hier. Aber die deutsche Nationalmannschaft gewinnt im Testspiel gegen Peru mit 2:1. Damit erstmal wieder ein bisschen Selbstbewusstsein getankt. Wir gucken mal drauf, wie hier die Statistiken sind. 16 Schüsse, von daher ganz verdient. Ballbesitz 50-50. Ansonsten von den Zweikämpfen auch relativ ausgeglichen, aber die Schusswerte sprechen natürlich klar dafür, dass wir hätten höher gewinnen müssen. Hier gucken wir nochmal, Spieler des Spiels ist Leon Goretzka, ansonsten ganz gut, oder direkt hinter ihm Leroy Sané. Tore, Schüsse aufs Tor. Ja, hier war eigentlich Goretzka und Werner eigentlich am auffälligsten. Was haben wir noch für Werte? Erfolgreiche Pässe, hier sieht man natürlich Toni Kroos Passmaschine in der Mitte, aber auch Leon Goretzka mit richtig guten Werten. Kai Havertz muss man da auch nochmal hervorheben, der erst später kam, aber vier Dinger da hatte, Dribblings. Das sehe ich jetzt nicht so sehr. Flanken, wie gesagt, da sieht man es, die Außenverteidiger haben gar keine Flanken hier auch gegeben, jetzt bei uns. Deswegen, daran müssen wir auf jeden Fall noch was ändern, dass die Außenverteidiger da in das Offensivspiel noch, ja, mehr eingebunden werden. Paraden eine von Neuer. So, ich bedanke mich für euer Zusehen. Schaltet beim nächsten Mal nochmal ein, wenn es heißt, einfach zocken. Wir werden bald auch die Bundesliga-Partien bzw. ausgewählte Bundesliga-Partien spielen. Und ansonsten natürlich bald FIFA 19 mit Karrieremodus und Journey. Ansonsten, ich sage bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu. Hinterlasst ein Abo und ein Like. Bis zum nächsten Mal und ciao.